Der Wagen, mit dem ich hier unterwegs bin, ist, wie Sie ja schon gesehen haben, ein Opel Coupé. Aber kein Rekord und auch kein normaler Commodore 6-Zylinder. Ja, sogar mehr noch als ein Commodore GS, nämlich der Commodore GSE. Also das heißeste, was Opel seit kurzem, seit dem Salon in Genf, anzubieten hat. Wenn wir uns dieses 2,5-Liter-Auto einmal in aller Ruhe ansehen, so fällt uns auf, dass man bei Opel den aggressiven Rallye-Look wieder verabschiedet hat. Weder ist die Motorhaube schwarz, noch sieht man seitlich die berühmten Doppelstreifen. Geblieben sind die Sportfelgen, die so aussehen, als wären sie aus Leichtmetall, und der matt-schwarze Kühlergrill mit den Zusatz-Halogenscheinwerfern. Aber das alles hat der Commodore GS mit seinen 130 Vergaser PS auch, sodass die elektronische Benzineinspritzung mit 150 PS, bitte, schauen Sie sich's einmal an, nur durch den bescheidenen Buchstaben E in die Welt hinaus signalisiert wird. Und das ist eigentlich ein ungewohnter Zug bei Opel, wo man doch immer viel auf Prestige und Äußerlichkeiten gegeben hat. Aber bei Opel hat sich ja allerhand geändert. Wenn man an die legendären Schaukeln und Hängematten von früher denkt und jetzt am laufenden Band von den Rallye-Erfolgen straffer, sportlich getrimmter Wagen hört, dann liegt da schon eine Welt dazwischen. Eine andere Frage ist natürlich, ob man dem normalen Käufer so ohne weiteres solche Geschosse in die Hand drücken kann. Opel hat auch diese Bedenken berücksichtigt. Da ist zum Beispiel hier der sogenannte Spoiler, den man auf gut teutonisch auch Luftprallblech nennen könnte. Dieser Spoiler unterbricht die Luftanströmung, sodass unter dem Auto ein Sog entsteht, der den Wagen gegen die Straße drückt. Und da sind auch die ganz hervorragenden Gasdruckstoßdämpfer samt den breiten Hochgeschwindigkeitsreifen in Radialbauweise. Ob das allerdings genügt, werden wir ja noch sehen. Ich möchte nur vorher noch schnell ein paar Worte zur Karosserie sagen. Die Coupéform ist wirklich schick und fesch und aerodynamisch positiv. Und ab und zu kann man auch mit voll herabgekurbelten Seitenfenstern fahren. Aber natürlich wird die Sicht nach schräg hinten durch diese breiten Seitenpfosten nicht besser. Und was schließlich das Kunstlederdach anbelangt, so bietet dieses zwar fesche, aber sündhaft teure Extra keine praktischen Vorteile. Nur den Nachteil, dass einem diese raue Haut im Waschtunnel üblicherweise grau eingefärbt wird. Wirklich faszinierend ist vor allem der Motor. Nicht nur, weil er ein kultivierter Sechszylinder ist, nicht nur, weil er elektronische Einspritzung hat und sich mit 16 bis 17 Litern Durchschnittsverbrauch sogar sparsamer benimmt als sein schwächerer Bruder im Vergaser Commodore GS, nicht nur wegen der 200 Stundenkilometer Spitze, die man im windschlüpfrigen Coupé auch tatsächlich erreicht, sondern weil man jederzeit und in jedem Gang drauftreten und sagenhafte Kraftreserven mobilisieren kann. Tempo 200 ist heutzutage sowieso meistens illusorisch. Aber die katapultartige Schubkraft von 20 Meter Kilogramm Drehmoment machen den GSE zum sichersten Überholer, den man sich nur wünschen kann. Nämlich auch im oberen Geschwindigkeitsbereich, wie ja auch die tolle Beschleunigung von 9,3 Sekunden aus dem Stillstand auf 100 als Sicherheitsfaktor zu interpretieren wäre. Ich möchte trotzdem nicht behaupten, dass jeder diesen GSE bis zur Grenze ausfahren kann und soll. Der Wagen liegt zwar im Prinzip tadellos, er untersteuert leicht und verliert trotz Starrachse so gut wie nie den Kontakt mit der Fahrbahn. Aber unter extremen Konditionen reagiert er trotz verstärkter Stabilisatoren eben doch nicht ganz so ruhig wie die zugegeben wesentlich teureren Konkurrenten seiner Leistungsklasse. Und ganz abgesehen davon, dass 150 heiße PS an den Hinterrädern manchmal recht flotte Reaktionen verlangen. Und nicht jeder kann dann mit der indirekten Lenkung so flink sein wie der selige Rastelli mit seinen Reifen. Was ich meine, ist das.
Wenn man am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag kurbelt, so braucht man nicht weniger als 5¼ Umdrehungen. Und das ist für ein schnelles Auto doch ein bisschen viel. Ich würde also sagen, unbedingt Servolenkung dazu kaufen, weil sie nicht nur leichter geht, sondern auch viel direkter wirkt. Und weil wir schon beim Kritisieren sind, nicht, dass es noch viele solche Straßen in Österreich geben würde, aber es gibt bei uns mindestens 4 Monate lang Eis und Schnee. Und genau wie auf unbefestigter Straße kann man dann mit den Bärenkräften des Commodore GSE auch auf rutschiger Winterfahrbahn nur mit einem Sperrdifferential zurechtkommen. In den Proportionen entspricht der Wagen dem Opel Rekord. Er ist also ein sehr kommoder Commodore. In der Ausstattung fast luxuriös und wahlweise statt mit Mittelschalthebel auch mit eigener guter Opel-Automatik. Sogar die vielen kleinen Mängel und Ungereimtheiten, die man bei heutigen Autos nach wie vor findet, scheinen beim Commodore freundlicherweise zu fehlen. Das Einzige vielleicht, was man kritisieren könnte, der Lenkradkranz ist aus einem unsympathischen Material und fühlt sich irgendwie klebrig an. Der Commodore GSE ist also ein schöner, gediegener, extrem schneller Reisewagen mit ungewöhnlich geringem Kostenrisiko, weil ja fast alle seine Teile aus der Großserie stammen. Und er ist mit seinem Preis von 114.900 Schilling das billigste 200 Stundenkilometer Auto, das es überhaupt zu kaufen gibt. Er ist auch gutmütig, wenn man ihn nicht reizt. Aber man soll sich darüber im Klaren bleiben, was 150 PS für ein an sich höchst ziviles Fahrzeug bedeuten. Der Normalverbraucher sollte diesen Burschen mit Schwung und mit Freude, aber ohne Rennfahrerambitionen bewegen. Denn auf diese Weise, und das möchte ich abschließend sagen, dient der Commodore GSE seinem Zweck wohl am besten, nämlich eine superstarke, zugleich solide Imagerakete aus zuverlässigem Haus zu sein, die mit den wirklichen Vollgasathleten gar nicht anzubandeln braucht.